finde ich ganz spannend. Das ist auch ein interessantes Thema. Take it easy. Servus zusammen, mein Name ist Viktoria Rebensburg. Ich bin Olympiasiegerin im Ski Alpin. Wir schauen uns gemeinsam die School of Champions an und ich sage euch, wie ich das sehe und wie es für mich damals im Internat selber war. Er hat schon recht heftig ausgeschaut für so ein Mädel in dem Alter. Klar, ich meine, in den Fangzäunen zu landen ist nie ein schönes Gefühl und natürlich möchte man das immer vermeiden. Zugleich weiß man natürlich, wenn man am Start steht, dass es einfach, ja logisch, das Risiko einfach dabei ist. Sie hat jetzt ja nicht geschrien wie am Spieß, was ja dann auch dafür spricht, dass jetzt nicht irgendwie gerade was ganz Dramatisches passiert ist. Und das kann definitiv auch vorkommen und solange dann nichts Schlimmes passiert, gehört es auch dazu, dass man eben dann merkt, okay, wo ist das Limit und so blöd es klingt, aber man muss auch Stürzen üben, dass man auch da eine gewisse Strategie hat, wie man dann damit umgeht. Das ist das, was dich dann eben auch als Athlet reifen lässt. Wann kann ich anfangen zu trainieren? Das schauen wir uns dann die nächsten Tage an. Schau, im Unterschied zur herkömmlichen Methode oder OP, wie man es früher immer gemacht hat, schont das Konzept den Gesamtorganismus. Du bist im Wachstum, das ist extrem wichtig. Es dauert einfach ein bisschen. Aber die Rennsaison beginnt bald. Da muss ich am Start sein. Ich habe auch den Fehler mal gemacht nach meiner ersten Verletzung, die ich gehabt habe. Das war vor der Saison und ich wollte halt unbedingt keine Rennen verpassen und sofort wieder dabei sein. Und bin dann aber auch hab überpaced und bin zu schnell, zu früh in den Wettkampfmodus wieder übergegangen. Und ich persönlich bin dann noch nicht so entschlossen gefahren und war noch nicht so wieder in der Form, wie ich es von mir gekannt habe. Und das hat sich dann wiederum so ein Stück weit auch auf mein Selbstbewusstsein dann übertragen, weil ich gedacht habe, okay, boah, irgendwie fahre ich jetzt gerade nicht so, wie ich das eigentlich von mir gewohnt bin. Und da geht dann schon auch, kann es schon schnell mal sein, dass der Strudel losgeht und deswegen habe ich es danach auch immer so gemacht, okay, komplett auskurieren, gut vorbereiten, gut trainieren, auch einige gute Trainingseinheiten auf einem hohen Niveau zu absolvieren, um dann wieder ins Rennen zu gehen. Dann ist es schon wichtig, auch zu sagen, so, und jetzt gehen wir auch wieder voll ans Limit, weil man hat das gut aufgebaut. Und das ist total wichtig, finde ich. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich kann mir sowas nicht anschauen. Schon gar nicht, wenn meine Tochter fährt. Ich verstehe nicht, wie man alles aufs Spiel setzen kann, nur um zu gewinnen. Also, ich weiß von meiner Mama und ich habe es ja auch gesehen in der Zeit, wo ich Rennfahrerin war, dass es schon schwierig ist für Eltern, glaube ich, wenn eben Kinder dann sagen, okay, sie wollen das gern machen. Weil natürlich auch, klar, die das Risiko sehen und auch da die Angst der Eltern irgendwo natürlich ja immer mit dabei ist. Hey, das wird gut. Wir sehen. Start Nummer 9 am Start. Und es geht weiter mit dem ersten Lauf der Damen. Jetzt am 5, Start. 4, 3, 2, 1. Auf geht's! Hopp, 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 komm! Man muss ja auch mal ein Stück weit differenzieren. Das ist ja jetzt Schüler und da geht es ja jetzt überhaupt noch nicht um irgendwelche Weltcuprennen. Klar ist da natürlich auch dieser Druck und der Erwartungsdruck von außen irgendwo auch da durch die Eltern etc. In welchem Kader bist du? In keinem. Also, noch nicht. Wie trainierst du denn? Mit meinem Papa. Ist der Trainer? Na, Bauer. Also, er kennt sich schon richtig gut mit Skifahren aus.
Viel Glück. Danach war eine Prüfung. Ich persönlich, wenn ich jetzt so die Erfolge anschaue und die beiden Charaktere vergleiche, dann bin ich eher auch so wie die Dani gewesen. Also sprich, ich war gar nicht so gut in jungen Jahren. Also da hat es bessere gegeben in dem Bereich. Und ich muss für mich sagen, auch so für meinen Werdegang, dass es definitiv die beste Ausgangssituation war, weil ich glaube, wenn du in jungen Jahren schon so erfolgreich bist und ja, da einfach auch von dir selber, von deinem Umfeld einfach die Erwartungshaltung schon eine andere ist. Und so konnte ich mich halt einfach ganz, ganz normal entwickeln. Heute ist der wichtigste Tag der Aufnahmeprüfung. Das Rennen. Und es kann sein, dass nur ein paar Hundertstel Sekunden darüber entscheiden, ob ihr aufgenommen werdet oder nicht. Aber so ist das halt einmal in dem Sport. Also seid nicht traurig, wenn es diesmal noch nicht klappt. Die Aufgaben wollen wir nicht nehmen. Denen machen wir später. In diesem Sinne, alles Gute fürs Rennen. Ja. Es hat keine Aufnahmeprüfung gegeben, weil ich damals eben auch von den Ergebnissen in meinem Alter schon sehr, sehr gut unterwegs war und eben dann auch seitens vom Skiverband schon auch das Interesse war, dass ich aufs Internat wechsle. Aber wie gesagt, im Nachhinein für mich absolut die beste Entscheidung, die ich treffen habe können, weil es, wie gesagt, eben schulisch und auch skifahrisch weitergegangen ist. Gut, Leute, ihr habt es jetzt mitbekommen, es gibt einen weiteren Trainer, den Stefan. Und ihr könnt euch jetzt noch mal kurz anhören, wofür ihre jeweiligen Trainingsmethoden stehen. Und ihr könnt euch dann entscheiden, zu wem ihr geht's. Ja, wir probieren das heute so. Passt? Also, bitte. Ja, bei mir gibt's ein hartes Training, ohne Kompromisse, einfach volles Programm. Wenn es interessiert, kommt auf die linke Seite. Oder, Frau Cheftrainerin? Bei mir bekommt ihr eine ganzheitliche und nachhaltige Leistungssteigerung. Nawal, du gehst bitte zur Franziska, weil sie hat ein extra auf dich abgestimmtes Trainingsprogramm. Sie kennt deine Verletzung und bei dir dürfen wir nichts riskieren. Gut, so geht's nicht. Wer noch? Niki, super, danke. Levi, Solène, rüber. Ernsthaft? Ja, kommt bitte, ich möchte jetzt nichts hören. Wir können dann wieder tauschen. Noch wer? Also, um da mal einzuhaken, bei uns war es nie so, dass man letztendlich die Trainer sich auswählen konnte, sondern dass es natürlich schon da auch da jetzt gerade von Skiverbandseiten die Vorgaben gibt, welche Trainer für die Mannschaften oder verantwortlich sind. Und der Trainer leitet dir dann halt eben, oder mit dem hast du dann quasi das ganze Jahr über Kontakt und bist dann sowohl im Kondi-Bereich als auch bei den Rennen dann unterwegs. Und ganz entscheidend ist aus meiner Sicht, dass man auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zum Trainer hat. Und das geht natürlich nur, wenn du auch viel Zeit verbringst und dich in unterschiedlichen Situationen kennenlernst. Und drei, push. Vier, push. Jawohl. Fünf. Mit der Ausatmung gehen wir nach außen, öffnen in den Krieger 2. Wir holen die Energie von vorne. Ja, grundsätzlich muss man da jetzt auch dazu sagen, finde ich ganz spannend, dass da eben beide Gruppen gibt und die unterschiedlichen Herangehensweisen. In dem Alter macht man eigentlich mehr kaputt, wenn man das übertreibt mit zu starken Gewichten und das so ausreizt, weil die müssen ja erstmal die Technik gut lernen, gescheit Kniebeugen machen etc. Also dass die Technik wahnsinnig wichtig ist, gerade was das Krafttraining anbelangt, weil sonst büßt du das später mal ein, dass du irgendwie körperliche Beschwerden bekommst, auch Rücken, Knie und so weiter. Also habe ich in meiner Karriere auch miterlebt, dass man schon gerade in dem Alter vielleicht zu schnell ans Gewichtslimit geht und manchmal drüber und deshalb dann eben auch die Technik da definitiv zu kurz kommt. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und deswegen auch schön, dass da auch gerade eben diesen anderen Bereich gibt, wo Yoga gemacht wird, wo man versucht auch zu dehnen, Faszien zu öffnen etc., weil solche Sachen oder auch so Balance-Dinge, kognitive Dinge auch einfach wahnsinnig wichtig sind für einen Skifahrer. Und deswegen ganz spannend, dass da eben auch beide Bereiche aufgezeigt werden. Die haben uns unsere Werte geschickt. Magst du bitte von Bier? Jetzt? Dürfen wir das? Man muss ja nicht, wenn du dich anschaust. Ja, ich meine, ist ja klar, dass man sich da als junger, heranwachsender
Mensch natürlich auch ausprobiert und klar, wir sind natürlich auch mal in den Ort gefahren und haben abends mal uns einen schönen Abend gemacht und ist ja logisch, in dem Alter möchte man sich da ja auch irgendwo ausprobieren und das alles kennenlernen. Wir haben einmal einen Trainer gehabt, da hat es geheißen, um 10 ist der Fernseher und das Licht aus, da waren wir aber allerdings noch jünger. Und dann haben wir da irgendwie, ist eine tolle Sendung gekommen an dem Tag und wir sind halt um 10:30 immer noch beim Fernsehen gewesen. Und das hat er mitbekommen und dann hat er uns schon auch aus dem Bett rausgejagt und dann haben wir da abends nochmal so eine kleine Laufrunde gemacht, um uns aufzuzeigen, okay, das war jetzt zu viel des Guten. Er hat gesagt bis 10 Uhr und 9:15 wäre vielleicht auch noch so gerade Grauzone gewesen. Aber wie gesagt, so lernt man das ja auch. Also ich glaube, da hat jeder auch schon mal Erfahrungen in der Hinsicht gemacht und das gehört ja auch dazu. Also das ist ja auch das Leben. Luca, du brauchst auf jeden Fall ein Paar fürs Training und ein Paar fürs Rennen. Und das für Slalom, Riesenslalom und Super-G. Ansonsten wirst du auf Dauer keine Chance haben. Lass mich. Das ist auch ein interessantes Thema. Ich kann mich noch mal gut erinnern, ich habe zu Weihnachten dann oft einen neuen Ski bekommen und bin dann quasi den neuen Ski im Rennen gefahren, den ich zu Weihnachten bekommen habe und den alten Ski dann als Trainingsski. Gerade jetzt so am Ende meiner Karriere oder wo ich eigentlich dann im Riesenslalom absolute Weltspitze war, dann habe ich halt irgendwie so meine 10, 15 Paar Ski für die Saison. Dass du körperlich fit bist, das ist die Basis. Dann natürlich, okay, am Tag X, was wir auch vorher schon mal gehabt haben, wenn es zählt, dass du deine Leistung bringen kannst. Und wenn du dann noch das perfekte Material hast, dann stehst du ganz oben. Die Serie könnt ihr euch in der ARD-Mediathek anschauen. Den Link zur Serie findet ihr unten in der Beschreibung oder direkt hier.